Willkommen heute zu einem neuen Stadion-Vlog. 4:49 haben wir auf den Zug müssen. Unser Flug war nämlich ab Genf. Wir sind dann direkt in den Speisewagen, haben dort etwas Kleines gegessen, einen Kaffee getrunken, um ein wach zu werden. Wir sind nämlich mega müde gewesen. Der Albert ist natürlich meine Reisebegleitung, wie so oft. Dann haben wir von der Kontrolleurin, die mega nett zu uns war, einfach einen Gutschein bekommen. Den Grund wissen wir auch nicht genau. Steht es von Grund 1 drauf. Falls jemand von euch bei der SBB schafft, kann er uns gerne den Grund verraten. Wir sind dann in Olten umgestiegen auf den direkten Zug auf Genf. Dort sind wir natürlich wieder in den Speisewagen und haben unseren Gutschein gelöst. Die Zugfahrt auf Genf war wirklich sehr schön gewesen. Da merkt man mal wieder, wie schön sind wir reicht auch in der Schweiz. Die Reise auf Kosovo und der Stadionvlog Kosovo gegen Schweiz EM-Quali ist nur möglich dank Travel Club. Sie haben uns nämlich auf die Reise eingeladen. Vielen, vielen Dank. Mega cool, dank so Leuten wie Ihnen können wir also internationale Stadionvlogs machen. Checkt Travel Club also unbedingt mal ab, falls ihr mal irgendein Sportevent im Ausland besuchen wollt. Der Albert und ich, total übermüdet, sind dann irgendwann wirklich froh gewesen, wo wir endlich in Genf vom Flughafen angekommen sind. Für uns ist es beides das erste Mal, dass wir über Genf fliegen. Wir haben gedacht, der Flughafen ist viel kleiner, der ist also grösser gewesen als erwartet und es hat auch sehr, sehr viele Leute gehabt. Vor dem Flug habe ich dann noch etwas gegessen. Wir sind dann noch aufs WC gegangen. Ich hätte noch fast mein Handy liegen auf dem WC. Dann sind wir auch langsam ins Flug und ready zum Take-Off gewesen. Wir kommen. Während dem Flug habe ich dann die neue Staffel Top Boy geschaut und die schöne Aussicht aus dem Fenster genossen und natürlich auch der Albert. Nach 2 Stunden endlich in Pristina angekommen, irgendwie ist uns der Flug recht lang vorgekommen. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil wir schon irgendwie 3,5 Stunden Zugfahrt hinter uns hatten. Eine kosovo-albanische Kollegin hat uns dann gesagt, dass wir immer ein Bargeld dabei haben sollten. Dann sind wir ins Taxi und haben mit dem Fahrer ein bisschen Albanisch gelernt. What is hello in Albanian? Tutjat jeta. Okay. Und du? Guten Tag, mir dita. Mir dita. Dann sind wir schon gleich bei unserem Airbnb angekommen. Wir haben 50 Euro pro Nacht gezahlt. Wir zeigen dir jetzt gerade die Wohnung. Von außen hat aber alles recht vercrackt ausgesehen, muss ich schon ehrlich sagen. Auch das Steigen aus war unheimlich. Irgendwelche Strassenhunde vor dem Eingang, die uns fast nicht reingelassen haben und angebellt haben. Sind da, glaube ich, ein bisschen in einem Ghetto gelandet. Unsere schusssichere Weste haben wir leider vergessen. Nein, Spass beiseite. Wir sind halt wirklich voll in einem Wohnquartier. Und ja, jetzt seht ihr dann gerade die Wohnung. Die war eigentlich tipptopp gewesen. Wow! Oha! Nice! Nicht schlecht. Wow. Es widerspiegelt nicht die Umgebung draussen. Es war wirklich recht schön, gut eingerichtet, sauber. Der Vermieter hat uns sogar noch kalte Getränke in den Kühlschrank gestellt. Und das alles eben für 50 Euro in der Nacht, also 25 pro Person. Das ist wirklich sehr, sehr günstig. Das Airbnb also wirklich sehr, sehr gut. Einfach die Umgebung, die hat uns ein bisschen Angst gemacht. Also, schnell zu machen. Falls es euch interessiert, was wir sonst so in Kosovo gemacht haben, ob es wir überlebt haben, was wir gegessen haben, was wir gesehen haben, folgt doch gerne auf Insta @heyrabona. Dort poste ich Lifestyle-Content und was sonst alles rund um den Stadion-Vlog passiert. Wir haben uns dann aber irgendwann rausgetraut, weil der Fußballmatch ist am Abend. Die Sicherheitskontrollen sind nicht wirklich freundlich gewesen, die sind auch recht grob angegangen und haben mein Labello entwendet, das ich vorher noch für viel Geld am Flughafen gekauft habe. Sollen doch gescheiter diesen Pyro-Tubeln die Fackeln wegnehmen. Der ganze Vibe und das Stadion selber hat mir recht gefallen. Zum Glück einstimmen ist auch so kriegerische Volksmusik gelaufen. Die Kosovaren haben den Shakiri sehr, sehr freundlich begrüßt. Aber die eigenen Spieler haben natürlich noch mal ein bisschen Leute. Dann ist der Muri einfach noch vor die Kurve gekommen und hat sich bedankt, dass so viele Fans angereist sind. Es war eine sehr friedliche und freundschaftliche Stimmung. Es hat Schweizer Fans mit einem Kosovo-Schal und das natürlich auch umgekehrt. Die Mannschaften sind dann reingekommen. Dann ist natürlich das übliche Prozedere, eine Nationalhymne. Bei Kosovo dann hat es sogar noch ein Choreo gegeben. Was die genau zu bedeuten hat, habe ich nicht verstanden. Falls ein paar Kosovare in der Community hat, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Generell war es eine super Stimmung. Das Stadion war ausverkauft und es ist wirklich amigs recht laut geworden. Kosovo hatte am Anfang wirklich ein paar gute Chancen gehabt. Trotzdem ist aber die Schweiz, die mit 1-0 in Führung gehen kann. Kosovo dann als nächstes mit einer 100%igen Chance, das Spieler dürfte einfach das leere Goal nicht. Kosovo hat dann weiter mutig gegen Führung gespielt und im Sektor nebenan hat es einen gehabt, dem geilen Shirt. Er war emotional halt recht dabei gewesen. Falls ihr ein paar Albanisch könnt, schreibt doch mal in die Kommentare, was er da gerufen hat. Er hat dann irgendwann auch angefangen, die Schweizer zu provozieren. Die Schweizer Fankurve hat aber wirklich die Nazi gut unterstützt und immer laut gesungen. In
Mit dem 1:1 geben wir dann in die Halbzeit und ihr glaubt es nicht. Es hat nicht einmal Stadionessen gegeben bei uns im Sektor. Nicht mal Getränke, es hat wirklich nichts gehabt. Darum sind wir dann nach dem Match noch etwas gegessen. Kosovo macht dann einfach das 1:1 in der zweiten Halbzeit. Die Stimmung in dem Stadion ist dann richtig gut geworden. Alle haben mit dem Handy irgendwie so ein Licht angemacht und es hat eigentlich noch cool ausgesehen. Was ich neben dem, dass es kein Stadionessen im Gästensektor gibt, auch nicht verstehen kann, ist, dass es so viele Sicherheitslücken hat. Ich meine, Kosovo-Schweiz ist jetzt auch wirklich eine freundschaftliche Begegnung. Die Schweizer haben dann 2:1 können machen und ich habe mir dann schon gedacht, ja gut, hoffentlich auch, oder? Es sollte da gegen Kosovo schon 3 Punkte geben. Aber die Kosovaren sind wirklich tough, die kämpfen wirklich weiter bis zur letzten Minute und dann gelingt ihnen tatsächlich noch das 2:2. Ich muss sagen, von den Schweizer wirklich sehr eine schwache Leistung. Ich finde, gegen Kosovo kann man jetzt wirklich einen Sieger warten. Aber man muss auch sagen, dass es Kosovo wirklich auch gut gemacht hat. Das Unentschieden ist am Schluss nicht mal unverdient. Und dann hat einfach ein Kosovo-Fan in der Schweizer Kurve noch gezündet. Das hat mir jetzt ja noch gefehlt. Aber im Großen und Ganzen ist es ein cooles Erlebnis gewesen. Leider hat es kein Stadionessen gegeben. Das hätte ich sehr gerne für euch getestet. Die Schweizer haben dann von den Fans gleich gut Applaus bekommen. Und was da nachher im Stadtzentrum von Pristina abgegangen ist, das werden wir gar nicht wissen. Der Punkt ist schon fast wie eine EM-Qualifikation bejubelt worden. Ja, wir sind dann nachher noch etwas essen und dann langsam auch ins Bett. Es war schon recht spät und eben, wir sind extrem lange unterwegs gewesen und sind mega müde gewesen. Checkt unbedingt mein Insta ab, dort kommt ganz viel Fußball-Content. Und abonniert mich, um den nächsten Stadion-Vlog nicht zu verpassen.